Hallo zusammen von der Auto Zürich. Ich, Freddy Barth, darf zusammen mit Autoscout24 euch ein paar besondere Highlights von dieser Messe präsentieren. Die könnt ihr auf dem YouTube-Channel von Autoscout24 Schweiz natürlich verfolgen. Ganz besonders da, ich fühle mich richtig daheim und geehrt, dass wir eins von 900 Autos hier haben. Und zwar von Lamborghini, der Aventador SVJ. Ein absoluter Überflüger von Sportwagen und hier der Auto Zürich. Ich bin so richtig am heiß laufen. Ich würde am liebsten gerade reinsitzen und losfahren. Es wird nur 900 Stück geben, wie gesagt, zu einem kleinen Preis von etwa 470'000 Franken plus Extras. Das ist halt ein kleiner Wermutstropfen, aber es ändert nichts daran, dass man da grosse Träume haben kann. Sie haben mit dem Fahrzeug auf der Nordschleife den Rekord geschlagen kürzlich und alle anderen Fabrikate ein bisschen in Schatten gestellt. Das mit einem Auto, das eigentlich nicht unbedingt bekannt ist, als ein super Überflüger. Ich meine, das ist eigentlich ein sehr, sehr luxuriöses, schnelles Auto. Und jetzt haben sie es komplett überarbeitet. 4x4 überarbeitet, Motor überarbeitet, Aerodynamik überarbeitet. Und mit all dem haben sie es geschafft, auf der Nordschleife die anderen in Grund und Boden zu fahren. Aber lassen wir mal das Herzstück von dem Auto anschauen. Wie ein Bub vor dem Weihnachtsbaum und der eingepackte Geschenkli stehe ich da und warte, bis die zwei Herren mir die Motorhaube abnehmen. Bitte sehr. Typisch wie fast im Rennsport kann das ganze Verdeck abgenommen werden und dann, boah, ich meine, hallo, schaut euch das mal an, das ist doch gigantisch. Ein V12-Motor, 6,5 Liter Hubraum, direkt ein Saugermotor, wirklich der Wahnsinn, Verstrebungen aus Carbon drin für noch mehr Rollsteifigkeit, Pushrod-Aufhängung und alle die aktive Aerodynamik, um eben die Rundenzeiten auch zu holen. Also für mich wirklich wie Weihnachten, am liebsten gerade einsteigen und davon fahren. Und wie bei allen V12-Klassikern aus St. Agatha haben wir natürlich die schönen Flügeltüren, um das Einsteigen ein bisschen vereinfachen. Wie es sich für einen richtigen Sportwagen gehört, man sitzt tief unten, fast am Boden. Für die Beifahrerin empfiehlt es sich auf jeden Fall, lange Hosen anzuziehen und nicht ein Röckli. Aber ansonsten natürlich super sexy, das Auto. Ich meine, wenn man da hockt, alles schön mit Leder, Carbon, fühlt sich wie ein richtiger Sportwagen, voll digitales Display. Der Name SVJ, sprich Super Veloce Jota, als Zusatz beim Aventador, ist absolut treffend. Das sind nämlich all die Fahrzeuge bei Lamborghini, die die kompletten Überflüger sind. Hier die Kulisse, ein Knopf, der gut auffällt, mit dem roten Siegel drauf, zum Entsichern und entschlossen zu demonstrieren, man will losfahren, drückt dann auf den Startknopf, startet den 12-Zylinder-Motor. Und weil es mir so gut gefällt, bleibe ich nämlich gerade hier sitzen, bis das Auto Zürich fertig ist und fahre dann davon. Für alle, die selber nicht an der Auto Zürich sein können, auf dem Autoscout24 Schweiz YouTube-Kanal könnt ihr die ganzen Highlights nachschauen.